So, hello again, wir sind wieder hier, dieses Mal wirklich mit einem extrem geilen Video. Direkt aus der Schweiz, in der Nähe von Bern, in Bösingen, sind wir hier bei der Firma iBricks. Und ihr seht jetzt da diesen unglaublichen iBricks KNX U-Lux Demo-Koffer, den uns iBricks gebaut hat. Zu meiner Linken Renato Stadler. Hallo. Grüß dich, Renato. Was zeigst du uns da Schönes auf deinem wunderbaren Die Verbindung iPhone? Von... U-Lux, KNX über iBricks, mit der Kamera, aber natürlich auch mit dem Umschalten direkt verbunden. Okay, wer ist dieser schiere Mann auf deinem Display hier? Im Moment hat er da noch diesen Zensurbalken. Okay. Aber ich glaube, es ist der Thomas. Okay, alles klar. Der Vertriebene von U-Lux hier in der Schweiz. Genau. Ihr seht hier also das Herz der Maschine, iBricks Automation Server. Dann eine Hager KNX-Steuerung, die gibt es, glaube ich, schon ewig und 3 Jahre. Und die innovativen Produkte von U-Lux, hier und unsere U-Lux-Schalter mit einem Add-on. Hier der Livestream, wiederum ein mir nicht sehr bekannter Mensch. Auf der rechten Seite von mir Reto Muster, grüß dich Reto. Hallo zusammen, Servus. Schönen Abend. Und hier noch Daniel Portner. Guten Tag. Die zwei Unglaublichen von iBricks. Reto hat auch etwas auf meinem iPad zum Herzeigen. Reto, was zeigst du uns Schönes? Hier die Visualisierung vom Demo-Koffer, wo ich die U-Lux-Taster habe, die Rolle-Ausgänge für Licht oder eben auch die Jalousie, die ich bedienen kann oder eben auch die USB-Kamera, die angeschlossen ist, okay. Mit Livestream und eben auch die U-Lux-Taster. Mit Vorschau. Mit Vorschau. Unglaublich. Also wer mich kennt, weiß, dass ich selten die Worte verliere. Heute ist es eigentlich schon zum zweiten Mal. Ich bedanke mich recht herzlich bei iBricks. Renato? Ja. Yeah. Danke. Reto? Auf das U-Lux iBricks Gateway. Jawohl. Daniel? Kannst du heute nichts mehr sagen, oder? Nein, ich habe schon viel verwirrt. Alles klar. Also, dann tschüss und viel Spaß, wenn ihr das einmal live sehen wollt. Wir haben das jetzt dann in Österreich verfügbar mit freundlicher Unterstützung von iBricks. Tschüss.